Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grim Tales 2, das Vermächtnis. Ich will immer Verbrechen sagen, aber ja. Wir sind immer noch hier bei dem Rätsel und oh. Das ist nur die Frage. Was gibt's hier? Was ist das? Ich soll ja wahrscheinlich alles einsammeln, wenn ich das richtig verstanden habe. Keep Brandon safe here so nothing can hurt him. Please go back and help Gray. Hier ist Brandon in Sicherheit. Ihm wird nichts geschehen. Bitte geh zurück und hilf Gray. I need your help, brave sister. Don't let me down. Ich brauche deine Hilfe und deinen Mut. Du darfst mich nicht enttäuschen. I'm counting on you. Ich verlasse mich auf dich. Aha. Warum ist der Herd heiß? Was mit Treibstoff? Passender Behälter, ja gut. Hab grad keinen passenden Behälter. Das funktioniert dann niemals. War ja wieder klar. Warte mal, nee. Nee. So wie die gefahren ist, wundert mich das gar nicht. Ah.
Also mit dem Reifen würde ich niemals mehr fahren. Na gut. Vor allem ohne Wagenheber, ne? Ich sag's ja nur. Du hast das Herz einer Löwin und verdienst meinen tiefen Respekt. Dank dir sind Luisa und Brandon jetzt in Sicherheit. Aber Gray steht immer noch unter dem Einfluss der Bestie. I am responsible. This family's curse began with me. I was hunting in our Siberian homeland and I killed a wolf. The curse was born with my bullet. Der Familienfluch ist allein meine Schuld. Während einer Jagd in Sibirien erlegte ich einen Wolf. Und mit dieser Kugel, meiner Kugel, nahm der Fluch seinen Lauf. Whatever you do, don't let the wolf bite anyone. You can cure the wolf before it bites. I wish I'd known that before I... Was auch immer du unternimmst, der Wolf darf auf keinen Fall jemanden beißen. Du kannst den Wolf heilen, bevor er zubeißt. Ich wünschte, ich hätte das früher gewusst. There's a portrait of me above the fireplace. It conceals a secret compartment. Open it. Über dem Kamin hängt ein Porträt von mir. Darin befindet sich ein Geheimfach. Öffne es. Was ist jetzt hier oben? So, warte mal, von da kam ich ja gerade, ne? Hier noch irgendwas. Oh, Statue. Dann können wir doch direkt wieder zurückgehen. Okay. Dann müssen wir jetzt nur rausfinden. Bringe die rote Lampe oder jede Statue genau in die Mitte. Jetzt ist das Bild verbrannt. Das ist der verhängnisvolle Tag, in dem Lord Kane von seinem Werbe und damit nahm der Familienfluch seine. Ja gut, wenn ich angegriffen werden würde. Der ist ganz schnucklig. Ich gehe erstmal. Schiff die Katze auf einem Nest des Dompaps? Ich muss die Katze zum Weiterziehen bewegen, damit der Vogel heimkehren kann. Wenn ich die Katze füttere, verlässt sie das Nest vielleicht. Vielleicht auch damit? Wenn ich hier an einen Baum binden. Gut, ich habe nichts zum Zerschneiden. Oh.
Stroh. Okay. Oder Heu. Der Weg zum Wald ist frei, doch ohne Spezialaufrüstung werde ich nicht aufbrechen. Kufen fehlen. Hoch. Helle. Oh, hier ist gemütlich. Viele kamen auf der Suche nach einem Heilmittel her. Vielleicht finde ich etwas, um den Wolf zu heilen. Trankrezept. Silber, Distel, Vogelbeeren. Ich ahne Schlimmes. Oh Gott. Obwohl das noch geht, muss ich sagen. Zucker, Taschenuhr und Maus. Taschenuhr. Zucker und Maus. Schraube, Pelzmantel und der Käfer. Vogel, Frosch und Löffel. Oh, und Kerze, Eidechse und ein Messer. War zwar keine Eidechse, aber na gut. Okay. Ich muss ihn reparieren, na gut. Wo ist jetzt die der Mantel hin? Briefkasten abgeschlossen, ja. Tiefgefroren. Ich benötige Feuer, ja. Ja gut, ich will jetzt nicht so weit rauslaufen. Wie lieb. Oh, ist der süß.
gibt's ja nicht noch. Ach, warte mal. Da ist doch bestimmt noch was. Irgendwie ist das cool. Okay. So, da war das schon mal. Die Zähne sind extrem scharf. Ich sollte mich davor schützen. Ja, es ist... Wie gesagt, machst du es so oder schleifst du vorher ab? Irgendwie sowas. Okay. Ach, das ist eine Kufe. Ich scheine gerne in Heu rumzuhuseln. Also wenn das so möglich ist, dann wow, das ist dann wunderbar. Aber auch hier gibt es wieder Dreck über Dreck über Dreck. Harmonika und eine Spinne. Was finde ich zuerst? Die Spinne oder die Harmonika? Die Harmonika. Schade. Axtfederblume. Sonnenblume, ja, genau. Nicht nur Blume. Die Feder. Ah, sie ist ja so süß. Kaputtes Ei, Erbsen und Gewicht. Erbsen und ein Gewicht. Was für ein Gewicht? Was? Ach nee, ist eine Waage. Gewicht. Eine Karotte und ein Sack. Okay. Ich habe einen Sack gekriegt. Ja, und hat das Fähnchen entfernt. Ich muss, nachdem sich das gute Stück öffnen lässt. Ich glaube, ich brauche hier eine Axt für. Entferne 6 Stäbe und 3 Quadrate zu formen. Ändere 6 Stäbchen. Ja, okay. Das gab es doch, glaube ich, damals schon im Fernsehen oder so. 1, 2. So, geschafft. Oh. Das ist cool gemacht.
Aber wie es weitergeht, erfahren wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und dabei sein. Bis dann, gehabt euch wohl. Ciao, ciao.